habe die Stücke ganz bewusst nicht am Computer arrangiert, obwohl ich es wahrscheinlich hätte einfacher haben können. Ich habe alles alte Schule mäßig am alten Klavier mit einem alten Stift und einem alten Notenblatt aufgeschrieben. Also so Klischee, aber nee, nicht nur fürs Gefühl, sondern einfach auch, es wird dann, glaube ich, von vornherein wertvoller. Man macht sich einfach dreimal so viel Gedanken und tippt nicht irgendeinen Scheiß in den Computer ein und schmeißt dann, wenn die Spur Mist war, wieder raus und überspielt es. Weil er ja alles tatsächlich mit Musikern und normalen Instrumenten in einer Tonhalle mit Röhrenmikrofonen aufgenommen hat. Und das ist so entgegen normaler Musikfabrikation, dass mich einfach das, dass ich einfach das unterstützenswert fand. Abgesehen davon konnte ich mich mit den Sachen, die für mich da vorgesehen waren, zum Besingen auch anfreunden. Es fehlt etwas zwischen den Balken. Wir haben einfach tierisch lang gebraucht zum Mischen und erstmal Abstand gewinnen. So Mischen, Hören, Gesangsaufnahmen und dann wird rumprobiert, was passt nicht. Und dann kommt diese ganze Entwicklung mit den deutschsprachigen Sängern dazu. Also das irgendwie, es fing ja Englisch an, dann kam Lever, dann kam Brückner, Bargeld, Thalbach. Betäubt bin ich jetzt wohl schon. Mir wurde eine Kassette geschickt und ein Brief dazu mit Playback-Versionen von diesen Orchesterstücken und der Frage eben, ob ich bereit wäre, darauf zu singen und wenn ja, was. Und dann habe ich mich dazu bereit erklärt und einen Text geschrieben und dann dachte ich, das war's, aber dann kam als nächstes Idee, eben, sie möchten jetzt noch ein Duett machen, eben mit Katharina. Und dann habe ich noch eins geschrieben. Ja, und ich bekam Anruf, dass Tom Isford, der mir damals noch keinen Begriff war, und ich bekam auch eine Kassette und dass er gerne hätte und Blixer auch gerne hätte, dass ich mit Blixer ein Duett singe. Blixer Texte, da war ich natürlich hellauf begeistert als alter Fan von Blixer. Ich schreibe gerne auf Musik, die schon vorhanden ist. Also ich nehme mal an, dazu müsste man allerdings eher Tim fragen. Ich glaube, er hat die Musik geschrieben auf irgendwelche Texte, die er sich da vorgestellt hat. Und es gab wohl Stücke, die keine Texte haben oder zumindest sind sie mir nicht bekannt. Aber deswegen folgt natürlich die Musik dann natürlich auch einer inneren sprachlichen Logik, die man dann sozusagen wiederentdecken kann und am besten wiederentdecken kann, auch in dem Moment, in dem man den eigentlichen Text, für den das mal geschrieben wurde, gar nicht kennt. Utopischer Ort. Jeder hat sein eigenes Haus. Shakespeare ist dort. Es gab keine Proben. Das hört man auch auf der Platte. Es sind noch einige kleine. Da hat sich der Fehlerteufel noch leicht eingeschlichen. Aber es ist okay. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich stehe dazu. Es ist auch schön, mal eine CD mit Fehlern zu haben. Meine Hände werden deine Haut nicht satt. Meine Mitte will mich an deiner Stadt. Die Hände ohne Möbel, ohne Wände, auf dem Boden, auf der Flucht, da beginnt es ein Wort. Also wenn ich es mir anhöre, höre ich mir doch meistens diese beiden Stücke an, muss ich ehrlich zugeben. Aber insgesamt finde ich, ist das eine gute Platte, ja. Ist schon so eine Hommage auch an die Film-Ära oder an die große Ära der Unterhaltungsorchester. Also damit meine ich weniger die Deutschen oder vielleicht auch, aber eher so Sinatra und Nat King Cole und deren Arrangeure und so. Das ist schon ziemlich das Beste. Und da kommen wir auch nie ran.
Sterne ins All. Konstellationen, die man nicht sieht überall. Trabanten und Kometen sind Zeuge dafür. Und Sonnen viel heißer als eine Million Reamühe. Ich schenke dir die halbe, schenke dir die ganze Zeit. Von heute an rückwirkend bis in graueste Vorzeit. Ich schenke dir die ganze, schenke dir die halbe Zeit. Eines schönen Tages meine Aufmerksamkeit. Und bitte was? Ich bring dir Safranelken, vergiss die Früchte bitte nicht. Von Kontinent zu Kontinent bis über den Rand der Welt. Ich brech für dich die Wolken, damit die Sintflut niederfällt. Na endlich. Ah ja. Ich schenke dir die halbe, schenke dir die ganze Zeit. Vom meisterhaften Abschuss bis der Pfeil sein Ziel erreicht. Ich schenke dir die ganze, schenke dir die halbe Zeit. Und irgendwann des Nächtens meine Aufmerksamkeit. Stephen Hawking langweilt sich, er hat keine Zeit. Die Tür steht offen, oh wow, 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 so sperrangelweit. Gib's Pegasus dazu. Ich schenk dir Meteoren, aber die verglühen ja immer. Ich schenke dir die ganze, schenke dir die halbe Zeit. Von Anbeginn der Menschheit bis irgendwann. Irgendwann. Danke, Flixer. Danke, Katharina.